Hier draußen ist es fast schon ein bisschen idyllisch. Aber das Ganze trübt natürlich, wenn man bloß mal nach links sieht. Diese Forschungshallen da drin sind abartig. Bösartig, abartig. Ich bin nicht sicher, ob die Fürstin Maria dafür verantwortlich ist. Jedenfalls verlangen alle irgendwie nach ihr. Das heißt, ich werde den ganzen mal nachgehen müssen. Jetzt bin ich natürlich gerade aber in der Lage, erstmal den richtigen Weg finden zu müssen. Nachdem ich ja hier jetzt anscheinend nicht weiterkomme. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da irgendein Drehkomplex mit dabei ist, aber irgendwie nicht. Dann habe ich noch eine andere Idee, und zwar genau da, wo ich eben diesen einen komischen Zombiejäger runtergeworfen habe das letzte Mal. Da könnte vielleicht was sein. Ich werde auf jeden Fall mal dieser Spur folgen müssen. Alles andere ist, glaube ich, momentan eher so nicht zielführend. Auch hier habe ich gut aufgeräumt. Hier ist ein Aufzug, der wo zu der einen herunterführt, die wo irgendwas mit Hirnflüssigkeit anstellen will. Frag mich nicht, was und auch frag mich nicht, wieso überhaupt und warum. Und wo ich das überhaupt herbekomme, ist da wieder ein ganz anderes Thema. Hier ist die Stelle. Aber wenn wir es mal so angehen, dann hüpfen wir doch einfach hier rüber. Und was hat's gebracht? Nicht viel, ich bin genau da, wo ich vorhin war. Ja. Geht's da unten weiter? Nee, das glaube ich trübt bloß. Ist bloß so ein Fenster. Also man sieht auf jeden Fall, dass da drüben ist auf jeden Fall irgendwas. Bloß die Frage ist, wie kommt man da hin? Hier. Hier. Das ist dafür darüber, aber da kommt man dann nicht rüber. Also muss man theoretisch darüber springen. Oder von irgendeinem Raum aus gekommen sein. Auf der linken Seite, wie sieht es da aus? Da ist sie gewesen. Wenn man da ein bisschen höher könnte. Moment mal, ich war ja vorhin auch mal höher. Vielleicht ist das die Antwort. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Was mich das ganze Ding hier komplett erinnert, das ist wie Josefkas Klinik, auch total, wenn man es mal so sieht, durchzogen von komischen Experimenten, die wohl nichts gebracht haben, außer Wahnsinn. Und komische Viecher vor allem auch. Ich glaube, das ist sogar fast genau das Gleiche. Weil wenn man sich mal die ganzen Patienten so ansieht, das kommt alles irgendwie in die Richtung von diesen komischen magischen Viechern, die wo ich schon kenne. Diese blauen Alien-Viecher. Wird Sinn ergeben, dass es genau in die Richtung geht. Hä? Alter, da knallt jemand. Und ich weiß nicht mal wo. Schon wieder. Ah, da hat man halt einen Bodenschalter gehört. Ist es ein Bodenschalter, der wo die auslöst? Das ist ja. What the fuck ist das? Shit. Ja, wie komme ich darüber? Da oben ist auch noch was und da geht's noch weiter nach oben. Das ist echt krank. Hier ist doch mal eine heiße Spur. Folgen wir doch mal dieser. Es muss wirklich in dieser Gegend hier sein. Oh. Hier war ich aber auch noch nicht, oder? Ich war bisher bloß. Ich muss mal abchecken, wo ich schon war und wo nicht. Das ist wichtig. Genau, hier bin ich nämlich hochgegangen. Aber da ging es dann nicht mehr weiter. Da war bloß diese eine komische Langschwinge. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und das hier ist jetzt komplett neu. So ungefähr. Oder doch? Nicht? Muss es eigentlich sein. Alle anderen Wege sind ja leider Gottes schon weg. Ach, hier war ich. Interessant. Mist, dann ist es aber wirklich so, dass ich hier schon war. Unsichtbare Wände werden die jetzt wahrscheinlich nicht mehr erfinden. Das einzige Ort, wo ich, die ich bisher entdeckt habe, war in den Verliesen.
Das Einzige, was man denken kann, ist, dass vielleicht hier doch noch irgendwo eine Abzweigung ist, hier oben. Da, wo ich dann runterfallen könnte. Moment, hier mal, hier ist was, da ist was und da. Ne, weil das ist ja gar kein Durchgang, verdammt. Optische Täuschung. Hier ist auf jeden Fall diese eine. Oh, komme ich da rüber gesprungen? Oh, das ist ein risky Move. Das ist ein super risky Move. Könnte man schaffen, könnte man aber auch nicht schaffen. Wenn ich jetzt keinen Anhaltspunkt mehr finde, dann. Nee, doch, hier ist schon richtig hier. Und von hier aus droppe ich dann runter. Ja, genau. Perfekt. Passt schon. Bin ich hier letztes Mal stehen geblieben und bin wieder zurückgegangen? Kann vielleicht sein. Deswegen kotzt mich das immer so ein bisschen an, wenn da mehrere Wege sind. Ich vergesse dann jedes Mal den Weg, den wo ich schon gegangen bin. Um ehrlich zu sein, in solchen Augenblicken würde ich mir diese eine Leuchtsteine wünschen. Von Dark Souls. Aber dann bitte auch die ganze Zeit leuchten. Warte mal kurz, habe ich nicht eigentlich Münzen, die wo sowas machen? Nee. Doch? Münzen? Entdecke ich jetzt vielleicht noch Mechaniken, die wo ich eigentlich für nutzen könnte? Cool, die leuchtet dann so schön. Ist ja hübsch. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Die Mechanik ist sogar drin und die ist sogar eigentlich besser mit so Münzen, die wohl leuchten. Cool. Aber recht viele, nennen wir es mal, Optionen wird es wahrscheinlich nicht mehr so geben, da wo das nützlich ist. Nein, ich bin doch ausgewichen. Das ist doch mal wieder unfair wieder mal. Hast du mir jetzt gerade schön mit dem Waschlappen eingerieben? Bäh. Ekelwaschlappen. Weißt du, was passiert, wenn ich so einen Ekelwaschlappen ins Gesicht krieg? Du kriegst ein Ekelschwert zurück. Ah, zwick. Aber vor allem lernst du diese ganzen Wahnsinn auch nicht. Gewalt ist keine Lösung. Gewalt führt nur zu Gegengewalt. Schmutziger Dunstbesiedelstein. Nice. Könnte ich mal ein bisschen Giftwaffe wieder bauen. Aber ich glaube, die ist immer noch nicht durchsetzungsfähig genug. Aber wenn es so weitergeht, vielleicht. Hä? Guck mal der her. Der war schon voll geschwächt. Da war der Verrückte von vorhin. Da hat er rumgeschrien. Au, Gatling, au, Gatling, au, Gatling. Hat er sich natürlich wieder in einer guten Position verschanzt. Das Schwein. Wie komme ich an den ran? Könnte ich da vielleicht so meine kleinen Stiche? Das macht es ein bisschen riskant, glaube ich. Oh. Na, ich soll es nicht versuchen. Der ist eindeutig in der besseren Position. Vielleicht gehe ich einfach direkt in den Hauen aufs Mal. Was haltet ihr davon? Oh, damit! War klar, dass er wieder so eine scheiß Falle ist mit diesem Ekelsoft. Bye bye! Da hat es den Rollstuhlfahrer glatt mal ein bisschen zurückgeschossen. Machen wir mal den Ruhekurs, vielleicht finde ich ja noch was. Oh, der war gar kein Kopf mehr. What the fuck? Hindert die aber trotzdem nicht daran, mich zu nerven. Beachtlich.
Ah, kein Kopf bedeutet allerdings auch totaler Rückstoß. Resistenz. So wie es aussieht. Ach, Jewe. Was ist denn das hier für eine Ekelsoße? Hier ist echt viel Ekelkram. Ja, langsam durchschaue ich die Fallen. Beim ersten Mal war es aber schon ein bisschen eklig. Was sind das für Wabermasse? Ja, das ist ja. Achso, die sind jetzt mittlerweile total in so ein Ding rein eingefangen. What the fuck? Was geht ab? Was für ein ekelhafter Scheiß. Vergrößerter Kopf. Jetzt habe ich sogar einen davon schon bekommen. Was kann denn das Ding überhaupt? Kann man das benutzen? Nee, kann man nicht. Ist es ein Schlüsselgegenstand? Auch nicht. Ach, ist es was zum Aufsetzen direkt oder was? Tatsächlich. Es war wirklich nicht so toll. Wobei, es hat einen ziemlich guten. Ja, ziemlich guten Stumpfschutz. Alles andere ist natürlich nicht so toll, aber. Bleh. Der vergrößerte Kopf eines Patienten der Kathedrale mit einer Öffnung, die zufällig auf einen menschlichen Kopf passt. Ihn anzuprobieren wäre jedoch Wahnsinn. Wer es aber trotzdem tut, sollte genau auf das klebrige Geräusch achten. Tropf, tropf. Wie Wasser, das langsam, aber stetig aus den Tiefen nach oben sickert. Bäh. Bäh. Ich dachte, die ganzen Rüstungsteile wären besser und nicht schlechter. Kurze verdammte Kacke. Tropf, tropf. Runter, du Ekelbatzen. Prepare yourself, denn jetzt bin ich sauer. Prepare yourself. Sind wir nicht tot? Alter. Ekelhaft. Wo ist die Facebomb-Geste? Machen wir halt den hier. Ist genauso ein Ausdruck von Wahnsinn, wie man es sich hier im Plattform erwartet. Oh Mann. Diesen vergrößerten Kopf. Ich hatte teilweise, aber nur teilweise, vielleicht so ein klein wenig auch eben die Idee, dass da vielleicht irgendwie eine Verknüpfung besteht zu den einen Clan, den Booster ja auch gibt. Irgendwo, keine Ahnung wo, ich glaube, ich habe auch noch nicht entdeckt. Die wo auch so komische Parasitenkopfteile benutzen, aber das war wieder was ganz anderes. Oh Gott, der nächste Wahnsinnige. Den schmeiß ich Magikon runter. Kann man da so austicken? Und der nächste. Ah, oh, Mann. Antäuschen, antäuschen, antäuschen. Für das, dass er bloß so einen Kack hat, ist er schon recht stark, der Typ. Größe zählt halt in dem Spiel irgendwie doch. Oder manchmal auch nicht, weil wenn man bedenkt, dass man so Riesenviecher zerfetzt. Puh, ich glaube, ich bin jetzt endlich durch diesen ganzen Wahnsinn durch. Bis auf die eine Seite da drüben. Die schaut schon sehr, 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 sehr verdächtig aus. Oh oh. Oh oh. Geschicklichkeitsakt. Geschicklichkeitsakt. Wenn mich nichts stören würde, würde ich es cool finden. Aber das, glaube ich, ist nicht der Fall. Hm.
Ratten. Ratten sind ja noch in Ordnung, irgendwie. Das war jetzt mal wirklich mit der Zehe noch festgehalten am Geländer. Ich hätte auch nicht erwartet, dass da jetzt ein Rabe runterklackert. Und da hinten wäre. Schau doch an, wie dieses verdammte Ekelviech da bloß wartet, dass jemand vorbeigeht. Oh Gott. Da kann man sauber kehren. Und man kann drehen. Ah, endlich. Wobei, jetzt bin ich eigentlich schon überall gewesen. Nutzen wir das überhaupt noch was? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er runtergefallen ist. Tja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die. Ja, da habe ich schon was mitbekommen, dass sie alle anscheinend so ein bisschen Tropf-Tropf-Geräusche hört. Tropf, Tropf in den Rücken. Whatever. Whatever, ihr Raben. Ich bin jetzt total darauf aus, dass wahrscheinlich überall diese blöde Tropfen runterfallen könnten. Allein, dass es könnte, ist schon wieder ein bisschen so eine Sache. Und tschüss, Ratte. Boing. Oder auch nicht boing, wo auch immer du hingefallen bist. Vorgener Pfad voraus, aber nicht hier, schätze ich mal. Andererseits, irgendwo konnte ich doch runterfallen. Wo ist denn diese eine Rabe? Da war doch vorhin ein Rabe von der Seite, den ich gesehen habe. Hier war's, genau hier. Stecke ich den Fallschaden weg? Au, 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 au. Okay, hat man aushalten können. Gut, dass die auch immer ein bisschen mein Gegengift auffüllen. Man kann ja nie wissen. Nachdem ja unten sowieso schon Gegengift gebraucht wird. Ich glaube, dass das jetzt auch was Besonderes sein muss, weil das ja doch ein bisschen abwegiger ist. Feinschlag, Dunstblutedelstein. Mittelmäßige Begeisterung. Was macht es denn? Das interessiert mich jetzt mal noch. Fein, fein, fein. Da ist der Feine. Feuchtigkeit. Angriff gegen was? Offene Feinde? Ah, Moment. Ich glaube, damit ist die Mechanik gemeint, dass wenn man gerade selbst am irgendwas machen ist, man ja Bonusschaden kriegt. Ich vermute, dass es das ist. Alles andere würde ja, glaube ich, weniger Sinn ergeben. Ja, doch. Dann wird es das sein. Und ich glaube, ich muss noch höher. Als ich da gerade oben war, habe ich ja sowieso auch von der Seite jemanden gesehen, der, glaube ich, auch noch nach oben gegangen ist. Irgendwo hier war das. Na, da siehst du schon. Die Frage ist, soll die vielleicht am Rädchen noch drehen? Nee. Ich drehe am Rädchen, wenn es dann gefordert ist.
Aber ich bin jetzt mal mittlerweile echt schon in verdammt hohen Höhen. Dass ein Sturz tödlich ist, ist ja wohl sonnenklar. Die Frage ist, wo ist diese Fürstin? Ich habe sie immer noch nicht entdeckt. Die hockt wahrscheinlich irgendwo in einer geheimen Kammer. Von da aus sie dann irgendeinen Quatschkack machen wird. Alle werden wahnsinnig, bloß jetzt bin ich hier diesen Wassergeräusch. Have you heard how curiously the sea churns? Like a storm, but like the rain, only gentle, like dripping water. It bellows from deep inside of me. Here it comes, up through my inside, but gently, like little droplets. Wie sanftmütig für einen Klops. Ich wollte eigentlich Vollgas durchziehen jetzt gerade eben, aber jetzt habe ich eigentlich doch keine Lust mehr durchzuziehen. Der erste freundliche Klops, der mir hier begegnet ist. Ich meine, was ist mit dem Ding? Das absorbiert dich oder was? Warum? Warum? Gebt mir einen guten Grund, wieso? Na doch, ich muss erstmal drehen und dann hier hochgehen. Wundersam, hoher Punkt, aber tritt vor. Da hast du einen guten Punkt. Ich gehe da jetzt erstmal hier hin. Und Gerät bedienen. Fahre ich jetzt hoch? Oh ja, das mache ich. Das ist Rabe. Rabe von hinten, oder? Keine Gnade für Vögel. Oh ja. Yeah. Hey. Oh, Vogel. Alle die Dinger sind lustig. Ich sollte die vielleicht mal bewerten. Allein der Lacher ist mir wert. Klingeling. Bloß blöd, dass er mir jetzt abgehauen ist. Jetzt kann ich leider keine Rache mehr machen. Man sieht, dass das eigentlich irgendwo hinführen sollte. Ich bin aber scheinbar entweder noch nicht hoch genug oder einfach auf der falschen Ebene. Ich kann das Ding nicht mehr bedienen. Das ist jetzt seltsam. Aber ich weiß, ich kann mal denken, wieso. Das ist jetzt genau in der Position, wie es sein soll. Schätze ich mal. Das bedeutet für mich, jetzt hat sich unten irgendwo ein Weg aufgetan. Crazy. Ich glaube, ich sollte nicht so viel nachdenken. Ich sollte einfach runterlaufen. Wo ging es denn jetzt am besten runter? Ich glaube, der Weg ist gut. Man muss aber auch mal wieder festhalten, ich bin... Oh, 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 oh. Keine Kombos! Drecksäcke! Nein! Ah, ihr Mistviecher, dummen! Ah, wenn man mit zwei zu tun hat und die hin und her attackieren, dann ist es echt ätzend. Und die hat jetzt ziemlich viele Blutechos auch wohlgemerkt. Wo komme ich denn jetzt überhaupt raus? Vor allem, es ist ja alles verdreht. Ah, es ist alles verdreht. Dadurch, dass es nach oben gefahren ist. Er ist hier. Na dann, können wir dann gleich mal noch anquatschen, wenn wir schon hier sind. Oh, hello. Not a pretty sight, is it? Mhm. The true face of the blood-worshipping, beast-purging, healing church. But that's not all. You seek the secrets held by the nightmare, do you not? Then here's what you must do. Climb the astral clock tower and kill Maria. She hides the real secret.
Maria killen also, hä? Kill Maria atop the astral clock. She hides the real secret. Da bin ich ja mal gespannt, was sie mir alles erzählen wird. Jetzt ist alles nach oben gefahren. Jetzt muss ich den umständlichen Weg nehmen. Damn you, damn you. Ich sag mal erstmal alles ein, was hier so geht. Vernichtet das irgendwas und. Das ist natürlich ziemlich stark. Das ist natürlich ziemlich cool, weil es nämlich Blutsteinbrocken gibt. Und die Tür ist leider zu. Da sind so Wurmteile. Was geht ab mit euch? Eigentlich bloß dieselbe Geistigkeit, die wo ich hier schon die ganze Zeit sehe. Nein, ich habe leider noch keine Gehirnflüssigkeit. Falls du dich fragst, da hinten. Ist echt lässig, dass das jetzt nach oben gefahren ist. Jetzt komme ich nicht mehr so sauber nach oben. Jetzt muss ich immer diesen umständlichen Fahrstuhlweg benutzen. Hoffentlich komme ich auch wieder sauber an meine Blutechos. Kann ich das schnell runterfahren lassen, ohne dass ich eingesperrt werde? Antwort heißt ja. Gleich mal einige Fahrer ausschalten. Wichtig, wichtig. Oh, sind ja alle wieder da. Ich muss vorsichtig bleiben, aber gleichzeitig bestimmt nach oben gehen. Ah, das ist hier also das der Ort auf der. I have failed. Please, Lady Maria. Ja, man kann sie öffnen, war klar. Hier ist wahrscheinlich Maria drin, aber erstmal muss ich meine Sachen holen. Verzwiebelt, jetzt bräuchte ich wieder die Münzen. Jetzt habe ich es natürlich falsch ausgelegt alles. Das führt ihn nochmal nach zur Seite. Ausschalten, bevor es gefährlich wird. Oh, da komme ich jetzt runter. Der schreit doch noch nachschauen, was da ist. Ein Lochschild! Wow! Seid doch nicht so ausgeflippt, bloß weil ich ein Lochschild finde. Das lasse ich mir doch mal anschauen. Tatsächlich, einen, den man benutzen kann. Ist das sogar gut? Ein handwerklicher, mit blauem Glas gefertigter Schild. Wurde ursprünglich zum Schutz des Vorsitzenden einer heiligen Zeremonie der Heiligen Kirche genutzt und später an Grabsucher weitergegeben, insbesondere an jene, die das Labyrinth von Easts erkunden wollten. Das Blau ist nach einem See gestaltet und der Schild verringert alle Formen nicht körperlichen Schadens. Ey. Ey. Ein Schild? Ein Schild? Scheinbar sogar ein relativ guter. Haben die Entwickler anscheinend im DLC doch noch ein klein bisschen Erbarmen gezeigt und einen guten Schild eingebaut. Das finde ich ja nett von ihnen. Man muss halt festhalten, man hat in diesem Spiel null Schilde gehabt. Null. Decken ist nicht. In Dark Souls hast du die Wahl, hier hast du nur das Ausweichen. Und jetzt hast du zumindest so etwas, das wohl vielleicht ein bisschen wie zumindest Schüsse und Magie abwehrt. Gerade für mich eigentlich optimal. Nachdem ich genau diese zwei Sachen immer so gerne mal abwehren wollen würde. Seit wann schmeißen die solche Sachen? Oh Mann. Das Problem ist. Ich
würde eigentlich ganz gern voranschreiten, aber gleichzeitig... Weg mit dir! Weg mit dir! Wer kommt denn da angerollt? Mist. Ne, ich sollte eigentlich jetzt eine Pause machen. Auch wenn es jetzt ein bisschen spannend ist. Erstens mal kriege ich meine Blut-Echos noch und zweitens mal eigentlich Zeit mal hier oben dann Maria zu begegnen. Aber ich verschiebe ich alles aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Hier bei Bloodborne und im DLC natürlich auch The Old Hunters, um es mal wieder vollständig auszusagen. Ich sage bis dahin, macht es gut.